Auch hier am öffentlichen Gymnasium der Franziskaner in Tirol geht jetzt nach den Sommerferien die Schule wieder los. Ich bin hier Schulseelsorger und mich interessiert, was Schülerinnen und Schüler sich so denken. Lea und Greta, guten Morgen. Wie geht es euch jetzt am Schulbeginn? Also ich finde es cool, wieder in die Schule kommen, weil wir kriegen zum Beispiel neue Fächer und neue Lehrer, aber die Schularbeiten sind halt oft sehr stressig und das ist nachher nicht so fein. Ja, also ich freue mich, dass wieder Schule ist, weil ich habe meine ganzen Freunde und die Klasse so vermisst und die Schularbeit und der Stress, der gehört halt auch dazu. Felix, guten Morgen. Wie geht's dir jetzt am Schulbeginn? Ja, es geht mir eigentlich ganz gut. Im Moment ist ja noch nicht so viel los in der Schule. Und man freut sich halt auch, dass man die Freunde wieder sieht und die Kollegen und so, mit denen man halt in die Schule geht, die man in den Ferien vielleicht nicht so oft gesehen hat. Und ja, die Schularbeiten kommen halt wieder dann, aber im Moment geht es noch ganz gut eigentlich. Danke, ich sehe gemischte Gefühle gibt es hier. Einerseits Emotionen der Ablehnung, doch ein bisschen ein ungewisses Gefühl. Andererseits eine positive Erwartung. Und ich denke daran, was Felix gesagt hat. Ich freue mich auch wieder, die Freunde zu sehen. Auch mir geht es ähnlich. Ich komme gern her hier wieder, aber auch mit gemischten Gefühlen. Und ich denke, wir alle gehören irgendwo gerne zu einer netten Gemeinschaft dazu. Und ich bin froh, dass ich einen Glauben habe, wo es genau darum geht, nämlich, dass eine gute Zugehörigkeit zueinander und zu Gott wächst. Und ich bin überzeugt, dass Jesus heute in unserer Mitte ist und dass er uns genau dabei helfen will. Und ich denke, wenn jemand aus der guten Gemeinschaft herausfällt, dann ist das Jesus nicht gleichgültig. Und auch mir sollte es nicht gleichgültig sein. Denn ich denke, ich möchte von Jesus lernen. Der ist wie ein guter Hirte. Wenn er ein Schaf verliert, dann lässt er die 99 zurück und geht dem einen Schaf nach, bis er es wieder gefunden hat.